Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder da seid und frohes neues Jahr euch allen nochmal nachträglich. Ja, es ist wieder soweit nach den Feiertagen. Wo sind wir da meistens? Genau, auf der Insel Sylt. Und da fahren wir heute natürlich wieder hin. Es wird wieder ein schöner Winter-Roadtrip. Wir fahren natürlich heute mit dem Model S, weil da passt einfach am meisten rein. Natürlich muss unser Hund Myla auch mit. Und mit 3 Personen plus Hund und ganz viel Gepäck für Winter, ja, was ist da besser als ein Model S? Und eigentlich müssen wir nicht laden, weil es sind so rund 330 Kilometer bis nach Sylt, also bis nach Westerland. Das schaffen wir mit dem Model S locker mit einer Akkufüllung. Aber wir werden wahrscheinlich traditionell in Bußdorf halten, um da ein bisschen was zu essen, auf Toilette zu gehen. Denn wir haben wahrscheinlich wieder vor dem Zug in Niebüll eine gewisse Wartezeit. Ein, zwei Stunden kalkulieren wir auf jeden Fall ein. Das wird auf jeden Fall wieder ein schöner Winterroadtrip. Ich freue mich riesig, endlich wieder da zu sein. Wind, Wasser, Wellen und es ist 5 Tage Sturm angesagt. Das wird also richtig lustig. Aber irgendwas heute ist anders. Ja, Leute, heute fahre nicht ich, sondern Premiere. Luca fährt. Und wir haben es bis nach Niebüll 302 Kilometer tatsächlich nur. Ich dachte, es wäre noch ein bisschen mehr. Aber natürlich müssen wir noch mit dem Zug nach Sylt fahren. Und er sagt, wir kommen da jetzt mit 34% an. Wir haben also mit 100% sind wir jetzt gestartet. Das heißt, wir haben eigentlich noch 34% Restreichweite. Und das würde dann bedeuten, dass er jetzt glaubt, wir würden 400 Kilometer kommen insgesamt. Aber wir haben natürlich eine Dachbox hier oben drauf und die wird ein bisschen Energie kosten. Das heißt, wir laden auf jeden Fall in Bußdorf, weil wir ganz sicher noch unterwegs auf Toilette müssen. Und das ist dann auch so genau die Mittagszeit, da können wir dann noch ein bisschen was essen. Das ist sowieso Tradition. Da stehen wir wahrscheinlich eine Viertelstunde, länger wird es nicht dauern. Und dann geht es weiter zum Zug. Kann ich euch übrigens nur empfehlen, wenn ihr wieder nach Sylt fahren solltet mal, bucht das Zugticket online, dann könnt ihr nämlich so mit eurem Kennzeichen durchfahren und müsst da möglicherweise weniger warten. Das haben wir natürlich diesmal auch gemacht und wir hoffen, dass wir jetzt nicht stundenlang da vorm Zug stehen müssen. Aber man weiß das ja nie. Also laut Deutsche Bahn Buchungstool waren die ganzen Zeitslots alle so gut wie ausgebucht. Da wird also jede Menge los sein. Naja, wir melden uns wieder von der Strecke oder wenn es irgendwas Besonderes gibt, dann bis gleich. Luca hat natürlich ein eigenes Fahrprofil hier eingestellt und da haben wir jetzt vergessen, den Autopiloten zu aktivieren. Das heißt, wir haben jetzt nur Tempomat. Das heißt, der junge Mann muss selber fahren, aber er sagt ja, er fährt sowieso lieber selber. Übrigens, Fahranfänger und Blinkerhebel, wir haben ja keine. Wir haben ja nur diese Tasten auf dem Lenkrad. Luca, wie ist denn das jetzt für dich so? Du hast gesagt, du hättest lieber einen Hebel? Ja. Hebel ist viel besser, weil man das Lenkrad dreht und dann den Schalter finden muss, den richtigen, ist immer erstmal eine Aufgabe fürs Gehirn. Ist nicht so, ist in manchen Situationen nicht so leicht. Man sollte sich eher auf die Straße konzentrieren in dem Fall. Und deswegen ist ein Hebel einfach viel besser, weniger umständlich. Ja, und vor allem hast du natürlich damit gelernt. Und so viele Fahrstunden hast du ja noch nicht gehabt. Ich würde mal sagen, Luca hat jetzt insgesamt in seinem Leben nach dem Führerschein 10 Stunden Praxis. Höchstens 10 Stunden, ne? Also mehr als 10 Stunden ist er noch nicht Auto gefahren. Also ich denke mal, wenn er einen eigenen Wagen hat, dann würde er sich wahrscheinlich einen mit Hebeln kaufen. Aber man weiß ja nie. Was wir hier machen, ist übrigens begleitetes Fahren, so nennt sich das. Luca ist nämlich noch nicht 18, also er hat den Führerschein mit 17 gemacht. Und da müssen die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten mit dabei sein, wenn er fährt. Aber nicht mehr lange, noch 3 Monate, dann kann er auch ohne uns fahren. Da freue ich mich schon drauf. Ja,
Ja, Leute, eigentlich ist das immer ein Nasillas Job. Während der Fahrt mal eben noch mal schnell aufs Klo nach knapp anderthalb Stunden. Diesmal war ich fällig. Ich weiß nicht, ich habe nur einen Kaffee getrunken. Und irgendwie ging es nicht. Ich musste dringend mal kurz anhalten. Ja, und Luca hat gesagt, er hat keinen Bock mehr zu fahren. Jetzt haben wir wieder Fahrer gewechselt. Verstehe ich gar nicht. Aber gut, ich fahre ja hier echt total gerne. Und vor allem habe ich jetzt wieder mein Fahrerprofil. Das heißt, ich kann den Autopilot wieder einschalten. Busdorf dann unsere übliche Mittagspause und die hat wirklich nur 15 Minuten gedauert. Einmal Pipi machen und Brötchen essen und dann war der Akku auch schon wieder abfahrbereit. Wir sind mit 37% angekommen und haben, glaube ich, auf 70% hochgeladen in den 15 Minuten. Und dann ging es auch schon wieder weiter. Ja, kleine Anekdote am Rande. Beim Burger King stehen ja 3 HPC-Lader und die waren immer noch nicht online. Die stehen da schon seit 2 Jahren und sind immer noch nicht angeschlossen. Für mich völlig unverständlich. So, wir haben es jetzt 14 Uhr. Wir sind jetzt hier beim Zug in Niebüll und warten, dass wir drankommen. Wir haben ja ein Ticket reserviert. Von daher sollten wir eigentlich mit dem nächsten Zug mitkommen, weil hier ist nicht ganz so viel los. Also habe ich mir schlimmer vorgestellt. Und wir haben jetzt von Busdorf hierher, das sind 75 Kilometer, 19,7 Kilowattstunden gebraucht, war ja meistens Landstraße. Bis Busdorf selbst von Bremen waren es 24,9. Und mit der Dachbox drauf im Winter bei 4, 5 Grad finde ich es eigentlich ganz okay. Insgesamt sind wir jetzt ja 302 Kilometer gefahren. Und dann kommen wir gleich auf den Zug und dann irgendwann in anderthalb Stunden sind wir dann auf der Insel. Ja, wir sind angekommen. Leider hat es jetzt hier angefangen zu regnen. Wir hatten es geahnt und ich hoffe, das Wetter wird die nächsten Tage nicht ganz so schlimm. Hier stürmt es auch ziemlich und hier ist doch einiges verweht hier auch im Garten. Naja, lassen wir uns überraschen. Jo, steife Brise, sage ich nur. Also ich glaube, das wird einer der windigsten Urlaube, die wir je gemacht haben. Wir haben heute wieder wahnsinnig viel Wind und das ist auch so die nächsten Tage hier angesagt. Eigentlich sollte es trocken bleiben heute, aber jetzt hat es gerade wieder geschifft und sieht auch nicht gut aus gerade. Es ist ziemlich dunkel. Aber was willst du machen? Wir sind ja hier im Urlaub und nicht, um die ganze Zeit im Haus zu hocken. Wir gehen jetzt also an den Strand. Und dann werden wir hier eine Bergtour machen. Und was das ist, ja, das seht ihr gleich. Ja, erstmal muss natürlich der Hund an den Strand, ist ja völlig klar. Und hier in Westerland ist vom Strand momentan nicht viel übrig. Also das meiste ist halt unter Wasser gerade, weil hier Flut ist und auch gewisser Sturm. Also ich würde mal sagen, Windstärke 10 haben wir hier wohl schon. Und hier weht es echt ordentlich. Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen verstehen. Aber das ist ja so. Im Winter auf Sylt, da wird einem einfach die Nase freigepustet. Und deswegen fahren wir hauptsächlich auch hier hin, weil das ist so schön, sich mal durchpusten zu lassen, hier am Strand lang zu laufen und zu sehen, wie die Wellen tosen und das Meer schäumt. Das ist einfach der Winter hier auf der Insel und das macht uns einfach tierisch Spaß. Ja, das Bergabenteuer, wie gesagt, das kommt gleich. Erstmal muss der Hund, wie gesagt, erstmal nass werden. Das gehört sich einfach so und Myla rastet hier natürlich voll aus am Strand. Ja, und Nasilla hat sich auch entsprechend eingepackt, ne?
So, jetzt sind wir aber wirklich unterwegs zur Uwe-Düne. Übrigens, Uwe-Düne ist die höchste Erhebung hier auf Sylt. Sage und schreibe 52,5 Meter hoch oder so, oder 52,2, ich weiß gar nicht so genau. Auf jeden Fall ist das im Umkreis von 40 Kilometer hier die höchste Spitze in Nordfriesland. Da gibt es dann irgendwo in Dänemark noch eine Düne, die ist dann nochmal 10 Meter höher. Und mit diesem 40 Kilometer Umkreis ist die Uwe-Düne sogar höhendominanter, irgendwie so nennt man das, glaube ich, als die Zugspitze. Haha, Leute, wir fahren jetzt hier also auf einen richtigen hohen Berg und wir sind gespannt, ob wir das ohne Sauerstoffgerät schaffen. Ihr wisst ja, wir Norddeutschen auf Meereshöhe sind das nicht gewohnt, diese großen Höhen. Und wettertechnisch ist es leider auch nicht besser geworden. Also es stürmt und weht und nieselt ab und zu. Also naja, wir werden es erleben. Also auf jeden Fall sind wir gut ausgerüstet mit Biwakzelt und allem und werden uns dann irgendwie hochkämpfen. Ja, und bevor wir jetzt hier hochkraxeln, habe ich mich hier noch eben angeschlossen in Kampen auf dem Weg zur Uwe-Düne, so heißt auch tatsächlich die Straße. Da steht nämlich hier auf dem Parkplatz eine neue 22 kW-Säule von der Gemeinde Kampen. Ich glaube, die ist neu. Ich habe sie zumindest vorher noch nie gesehen. Ja, hier konnte man sich super anschließen. Plätze waren frei, also Win-Win. Wir gehen jetzt zur Düne und währenddessen laden wir hier schön auf. Wir hatten noch 36% im Akku. Mal sehen, wie viel Prozent wir haben, wenn wir wiederkommen. Dauert sicherlich 1 bis 2 Stunden. So, jetzt sind wir hier im Basislager 1. Also hier werden wir uns kurz ausruhen, weil der Aufstieg ist schon nicht ohne, würde ich sagen. Oder was meinst du? Oh. Aber wenn der Hund es schafft, denke ich, schaffen wir es auch. Also man ist hier so hoch, man kann hier sogar bis zum Meer schauen. Und da hinten ist das Ende der Insel. Oder sogar das Ende der Welt, das ist schwer zu sagen. Na, Meile, hast es auch geschafft, ne? Wahnsinn, 110 Stufen. Boah, hier weht's aber, Leute. Ja, Roland Schüren, von wegen Uwe-Düne in Hilden. Ha, hier, ich bin hier auf dem Original. Und ich kann euch sagen, es ist doch deutlich windiger als in Hilden. Und die Luft ist auch viel dünner. Ich glaube, die Düne hier ist 10-mal so hoch wie deine da. Und auf der anderen Seite sieht man das Wattenmeer und den schwarz-weißen Leuchtturm von Kampen. Weiß nicht, ob ihr das hinter mir sehen könnt. Landschaft ist schon grandios. Also dummerweise ist halt schweinekalt heute und der Wind weht extrem orkanartig hier. Aber die Aussicht ist schon toll, muss man sagen. 52 Meter über normal. Und für einen Norddeutschen ist das richtig hoch. So, wir sind wieder unten und fast am roten Cliff hier, also auf der Cliffkante laufen wir jetzt ein bisschen lang. Hier gibt es einen tollen Holzsteg. Mal gucken, ob wir von hier aus noch an den Strand kommen, sonst müssen wir mal wieder rumlaufen. Aber sieht auf jeden Fall wahnsinnig toll aus. Aber leider weht es hier fast genauso wie da oben auf der Uwe-Düne und es hat wieder angefangen zu nieseln. Leute, der Weg ist hier echt traumhaft und mich wundert das wirklich, dass wir den noch nie gegangen sind hier. Wir kommen jetzt schon so viele Jahre auf die Insel, aber hier lang waren wir noch nie gegangen und ja, haben wir echt was verpasst. Sieht wirklich traumhaft aus. Schaut euch das an.
nächsten Morgen kam sie doch noch raus, die Sonne. Und wenn man dann durch Rantum spazieren geht, ganz früh morgens, kurz nach Sonnenaufgang, ja, dann bieten sich einen Blicke auf die Landschaft, auf die Häuser, auf das Meer und die Dünen. Das ist schon fantastisch. Und das sind so diese Momente, die ich gerade im Winterurlaub unglaublich genieße. Ah, heute ist endlich mal schönes Wetter. Wir haben fast blauen Himmel, ein paar Wolken sind unterwegs, aber es ist immer noch windig. Und jetzt gehen wir gleich eben an den Hundestrand hier von Rantum, denn da treffe ich mich mit einem Abonnenten, der mich angeschrieben hat, dass er auch zur gleichen Zeit auf Sylt ist. Und das ist doch immer nett. Hab gestern auch einen in Kampen an der Uwe-Düne getroffen. Und der Abonnent aus Meißen kommt ja, glaube ich, hat auch einen Hund, einen Labi. Und da treffen wir uns natürlich am Hundestrand. Das wird bestimmt lustig. Ich bin gespannt, mit welchem Auto er angereist ist. Jetzt habe ich hier den Thomas getroffen. Thomas ist ein Abonnent von mir. Hi Thomas. Hallo Jens. Du kommst aus? Ich komme aus Meißen. Und bist mit deiner Familie hier, die übrigens da steht. Und ihr seid auch mit Hund da. Ja, Deswegen treffen wir uns am Hundestrand. Und genau. Mit welchem Auto seid ihr da? Wir sind mit dem Model Y da. Ursprünglich wollten wir mit dem VW ID. Buzz. Ich hatte den gemietet bei Nextbooth in Leipzig und bin damit zu Hause ein bisschen rumgefahren und war richtig erschrocken über die Software. Also die ist ja so schrecklich schlecht. Und da ist das schon die 3-Punkt-Irgendwas Software gewesen. Aber die Ladeplanung funktioniert nicht. Und wenn man den Tesla gewohnt ist und man an die Supercharger-Stops rankommt zu jeder Zeit, dann denke ich, was plant der hier? Und dann plant er mich von Meißen aus, sind ja 700 Kilometer ungefähr, 2 Ladestops mindestens, mit dem ID.Buzz wahrscheinlich eher 3 bei dem Gegenwind und so weiter. Ja. Und dann plant er mich an so einer Aral-Ladesäule ein, wo 2 Kabel dran sind und ich kann das in der Software nicht verändern. Und das hat mich ganz schön erschreckt. Ja. Ja, eigentlich kann man das, weil ich kenne ja die VW-Software auch, aber wenn man natürlich neu in der Software ist, dann ist es immer schwierig, sich da reinzufuchsen. Aber deswegen bist du jetzt doch mit dem Y gefahren? Jetzt sind wir doch mit dem Model Y gefahren. Die Freundin von meiner Tochter konnte auch nicht mitkommen, also sind wir nur 4 mit Dachbox und das ging dann. Also, also 4 Leute, Hund und Dachbox mit dem Model Y, kein Problem. Genau, im Winter, mit dicken Wintersachen. Und ihr habt 2 Ladestops gemacht? 2 Ladestops, noch einen ganz kurzen an der Pipi-Pause und dann nutzt man das ja. Ne? Wenn einmal da irgendwie so ein Lader dran ist, da kann man ja gucken, okay, ich muss mal, wo ist der Lader dran gesteckt, 5 Minuten nachgeladen, einmal frei. Ja, so läuft das in der E-Mobilität. Also ihr seht, das ist gar kein Problem, auch mit einer größeren Familie und Hund und E-Auto, 700 Kilometer mal eben in Urlaub. Sag mal, wie bist du denn jetzt zur E-Mobilität gekommen? Ich habe das gesehen, ich habe Tesla ziemlich verfolgt, das wurde ja in den Medien ziemlich hochgehypt, als sie dann mit dem Model S gestartet sind. Und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt miete ich das mal und habe mir das Model S direkt geliehen bei Nextmove. Also gleich in die Vollen, ja, mit dem Model S. Jawohl. Und da habe ich total Blut geleckt. Vorher waren mir Autos ziemlich egal, die ganzen PS-Boliden und so eher peinlich und brollig. Aber diese E-Mobilität und dieser Punch, den man da hat mit den E-Motoren, das hat mich total fasziniert. Und ab dem Tag habe ich gesagt, wenn mein Verbrenner, war schon ziemlich alt, ausläuft, wird das garantiert ein E-Auto. Und das Model Y ist jetzt das erste? Das Model Y ist das erste. Nee, vorher bin ich den EQC gefahren, weil das Model Y hatte ich bestellt und es hat ja ewig lange gedauert. Das war dann Anfang 2022 und 10 Monate Lieferzeit. Man konnte das verfolgen in der App, aber das wurde ja immer nach hinten verschoben zum Leidwesen vieler. Aber okay, man hat halt drauf gewartet und in der Zeit hat mir dann Mercedes angeboten, mach doch mal so ein E-Auto-Abo mit dem EQC. Das habe ich probiert und der EQC ist auch ein feines Auto, nur ist halt Verbrennerplattform, wenig Platz innen. Sehr, sehr schlechter CW-Wert und ein Riesenverbrauch. Also Minimum 30, 35 Kilowattstunden, wenn man den über 130 fährt auf der Autobahn. Ja, danke Thomas. Wir gehen mit den Hunden noch ein bisschen am Strand spazieren, aber ihr seht hier auf Sylt ist wirklich immer toll. Und du bist das erste Mal hier, ne? Ich bin das erste Mal hier, die Familie schon das zweite Mal, aber es ist wunderbar, toll. Langer, breiter Sandstrand, herrlich, kann ich nur empfehlen. Ja, deswegen fahren wir jedes Jahr wieder hin. Ja, bei Rewe in Westerland, da gibt es eine neue Allego-Säule, 2x150 kW, die ist ganz frisch. Aber hier bei der Shell-Tankstelle in Westerland, da stehen die 150 kW-Säulen jetzt schon seit fast auch anderthalb Jahren oder mindestens ein Jahr rum und sind irgendwie alle offline, sind nicht angeschlossen. Ich habe zwar von einem Abonnenten mal gelesen irgendwo unter dem Kommentar, dass die mal im Sommer online waren, aber jetzt sind sie wieder aus. Also hier stehen auch schon die Verbrenner und parken, klar, weil wozu soll ich hier Elektroautos stehen lassen? Ist ja auch nichts an. Aber man kann hier nicht laden. Ja, schade, Shell wäre schön, weil hier mitten im Westerland ist das wieder mal eine tolle Lademöglichkeit mit 4 Punkten. Aber vielleicht ist es ja im Sommer mal wieder online. Oder es erleidet das Schicksal von den Säulen da beim Burger King in Bußdorf, die seit 2 Jahren offline sind.
Und direkt in Westerland auf dem Parkplatz vom Kaufhaus HB Jensen gibt es auch zwei HPC-Lader mit je 150 kW. Jeweils zwei Anschlüsse. Ich glaube, die Ladeleistung wird geteilt. Ich hatte jedenfalls in diesem Urlaub an der einen Säule Probleme, die Ladung zu starten. An der anderen, da klappt es problemlos. Inzwischen gibt es ja zum Glück genug Schnelllader auf der Insel, zumindest im Moment, aber besonders erwähnenswert ist natürlich der Ionity-Standort in Wenningstedt, direkt gelegen auf dem Parkplatz von Feinkostenmeier. Und wie lange stehe ich jetzt hier? Stundenlang? Nee, maximal 15 Minuten, dann habe ich wieder genug Saft, um hier 3-4 Tage auf der Insel rumzukrusen. Es reicht nicht mal, um hier bei Feinkostenmeier irgendwas einzukaufen, denn da steht man locker 20 Minuten in der Schlange. Nachdem wir ein paar Minuten bei Ionity aufgeladen haben, ging es dann am letzten Tag des Jahres noch nach List an den Ellenbogen, also zur Nordspitze der Insel. Immer wieder toll dort, diese Weite zu genießen. Zum Glück war es dann auch den restlichen Tag trocken, sodass wir diesen schönen langen Spaziergang richtig genießen konnten. Nun ist es soweit. Wir haben ein neues Jahr 2024 und ich wünsche euch ein frohes neues. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Wir haben ja wie immer bei uns oben auf der Düne gefeiert. Frohes neues Jahr! Und jetzt am 1. Januar sind wir hier wieder unten an der Südspitze in Hörnum und gehen hier so ein bisschen spazieren und genießen die Landschaft. Es hat gerade mal kurz aufgehört zu regnen. Leider wird es heute meistens sehr regnerisch werden, aber da müssen wir halt durch dieses Jahr und der Wind hat auch nicht richtig nachgelassen. Aber hier in Hörnum, da gibt es ja wieder so geile, schöne Häuser mit diesen schönen Reetdächern. Das sieht immer so aus wie im Auenland, finde ich. Aber dieses eine Haus, das habt ihr vielleicht schon im letzten Pfingst-Sylt-Roadtrip-Video gesehen. Dieses eine Haus, das sticht irgendwie komischerweise heraus. Also hier in Hörnum, der Strandaufgang beim Kap Horn, das ist so traumhaft. Selbst bei Schmuddelwetter, so wie heute, es sieht einfach so geil aus, fast wie in der Karibik. Dann war ja also da der Tag der Rückreise und wir stellten uns in Westerland in die Schlange vom Autozug und dort mussten wir schon mal 2,5 Stunden warten. Ja, leider verhieß das auch nichts Gutes für die Rückfahrt, denn vom Elbtunnel waren auch schon wieder 14 Kilometer Stau angesagt. Das kann ja heiter werden, haben wir uns gedacht. Naja, und wettertechnisch, da haben wir uns im Prinzip keinen besseren Tag für die Rückreise aussuchen können, denn es war so richtiges Schmuddelwetter. Boah, heute wird das überhaupt nicht richtig hell und es ist die ganze Zeit nur am Regnen oder Nieseln oder Stürmen. Also es ist wirklich eine furchtbare Rückfahrt. Auch hatten wir hier wieder einen Stau auf der A7, sodass wir jetzt Landstraße nach Bußdorf gefahren sind. Das war irgendwie 20 Minuten kürzer angeblich. Ja, jetzt laden wir hier mit 23% sind wir angekommen. Von der Insel sind wir gleich mit 48 oder 49 losgefahren. Also hier mit dem Model S gar kein Thema. Und wir sind jetzt schon wieder, was haben wir denn? Wir sind jetzt schon wieder fast bei 57%. Kurz eben hier auf Toilette gewesen, noch was bei Burger King gekauft. Aber ist noch nicht da. Luca steht noch in der Schlange. Ja, das war im Prinzip dann wieder unser schöner Sylt-Roadtrip. Wir essen jetzt noch was und fahren dann gemütlich durch den Elbtunnel-Stau. Ich glaube 14 Kilometer mal wieder Katastrophe. Naja, also wir kommen irgendwann zu Hause an heute, wahrscheinlich natürlich im Stockdunklen. Das müsst ihr aber nicht alles miterleben, es wird sowieso zu dunkel zum Filmen. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Sylt-Video hat euch mal wieder gefallen.
Und wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wisst ihr ja, die Währung aller YouTuber. Und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.